Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Schon wieder gibt es ein neues Video aus der beliebten Rubrik Eine Stunde mit. Wir hauen gerade die Dinger raus, das ist der absolute Knaller. Die letzten zwei Spiele, die wir hier zusammen gespielt haben, waren Medal of Honor und Call of Duty. Zwei relativ kontroverse und harte ab 18 Titel. Zwischendurch habe ich auch schon ein anderes Eine Stunde mit aufgenommen. Da sage ich aber nicht, zu welchem Spiel das war. Das seht ihr dann sehr wahrscheinlich irgendwann im Laufe der nächsten Woche, sobald das fertig ist. Sebastian, an dieser Stelle auch mal, mach mal Dampf, Junge, mit dem Schnitt. Aber wie gesagt, das kommt nächste Woche. Denn ich habe heute, es ist irgendwie 9 Uhr morgens, es ist noch kein Schwein da. Ich bin hier ganz alleine, denn wir haben es endlich bekommen. Eine Testversion von, ich halte es einfach in die Kamera, von diesem Spiel, was die ein oder anderen vielleicht auch schon auf dem Zettel haben. Assassin's Creed Brotherhood. Wo ich das gerade aufnehme, an dem Tag, heute ist der Release-Tag. Das heißt, wenn alles klappt und die Technik mitspielt, seht ihr dieses Video heute Abend am selben Tag, wo ihr Assassin's Creed gekauft habt. Aber wie ich unser Glück kenne, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Das heißt, ihr seht das erst morgen. Also das heute, von dem ich spreche, ist für euch gestern. Alles klar? Also kurz gesagt, wahrscheinlich habt ihr Assassin's Creed schon und habt auch schon mindestens die erste Stunde gespielt. Vielleicht ist es also für euch alter Käse, was wir hier spielen und tun und machen. Aber vielleicht auch nicht, und deswegen lade ich euch herzlich ein, dabei zu sein bei Assassin's Creed Brotherhood. Ich rede auch gar nicht mehr lang, ich stelle jetzt schon einmal den Discoball des Todes, der mich gleich wahrscheinlich wieder an den Rand des Wahnsinns bringt. Sollen wir mal gucken, wie das hier funktioniert. Auf dieser Uhr ist es 11.42 Uhr, das ist natürlich absolut nicht korrekt. Das ist natürlich Quatsch. Deswegen machen wir jetzt hier 12 Uhr. So, jetzt mach doch, junge Kerl. So, 12.42 Uhr. Jetzt müsste es gehen. Alles klar, ich habe die Kopfhörer schon vorbereitet, die setze ich mir jetzt rein. Ich bin natürlich auch ganz stilgerecht hier in meiner Kutte gekleidet, weil es zum Spiel passt, zu Assassin's Creed, und weil ich auch einen ganz schlechten Bad Hair Day habe. Und das müsst ihr ja nun wirklich nicht sehen. Deswegen machen wir das so. Ist ja auch ganz schön stylo. Ich drücke jetzt auf die Aufnahme für dieses wunderbare Spiel und los geht es mit der ersten Stunde in und mit Assassin's Creed Brotherhood. Viel Spaß. Ja. Wir haben natürlich noch gar nichts gespielt, also ich zumindest nicht. Gamon.de, da sind wir. Alles klar. Meine Geschichte mit Assassin's Creed ist eigentlich so wie die von den meisten, möchte ich mal sagen. Ich habe mich auf den ersten, als er damals angekündigt wurde, sehr gefreut. Ich fand die Idee sehr geil, ich fand den Style ziemlich cool. Endlich mal was anderes. War dann aber vom fertigen Spiel relativ schnell gelangweilt, muss ich sagen. Ich habe so ein, zwei Stunden gespielt und dann hatte ich schon das Gefühl, dass ich da irgendwie alles gesehen habe, was man sich nur angucken kann und auch alles machen kann. Mhm. Ah, Kaffee muss sein. Ja, deswegen habe ich ihn dann relativ schnell liegen lassen. Oh, ich habe meine Rüstung verloren. Fängt ja gut an hier. Was denn das? Das ist doch nicht richtig. So fängt das Spiel an? Okay, alles klar. Ja, ich komme gar nicht dazu, noch groß zu reden, denn das ist ja eine selbstablaufende Sequenz, in der ich gerade mal das Pferd nach links und rechts bewegen kann. Trampel ich die Leute da um? Awesome. Was stehen die mir auch blöd im Weg? Okay. Ja, geht ja schon wieder gut los hier. So, hoch da, hey. Oh, ja. Und umdrehen. Warum springt der denn nicht hoch? Oh, ja, dann halt nicht. Okay, schnell gehen. Ich sehe jetzt keinen Unterschied zwischen langsam gehen und schnell gehen. Boah, so geht er also schnell. Hier, Leute, guck mal. Ich habe A gedrückt, so geht er schnell. Na gut. Okay, wir müssen wohl doch hier uns über diese Dachbalken hangeln. Ja, also wer natürlich die ersten zwei Teile oder zumindest den zweiten Teil von Assassin's Creed gespielt hat, der dürfte hier auch relativ schnell wieder reinkommen. Denn die Steuerung ist natürlich, wie nicht anders zu erwarten, kaum verändert. Beziehungsweise noch sehe ich keine Veränderung, aber wir sind ja auch erst ganz am Anfang. So, wo geht's wohl lang? Hier rüber? Nee. Hier? Nein. Gebiet in der aktuellen Erinnerung nicht verfügbar. Ja, ja. Ja, probieren wir es halt mal hier.
Ja, ihr merkt gerade, ich bin so ein bisschen überrascht von dem Anfang, denn dass man hier direkt quasi in der Action startet. Sehr gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das fängt alles ein bisschen ruhiger an, aber nö. Geht halt gleich krass los. So, Alter. Nur aber bitte. Okay, die ersten paar Minuten braucht man wieder, um reinzukommen. Und ich glaube, so allmählich geht's auch wieder. Ach, da ist doch hier. Jetzt habe ich es gesehen. Komm hoch da, Junge. Alles klar. Ja, geil. Vielen Dank, ihr Penner. Kanone bemannen. Ja, das hört man gern. Alles klar, wo muss ich hin? Das Radar unten rechts zeigt es mir an. Ja, okay, geht auf jeden Fall echt schon gut los hier alles. Weg da, hey. Ich möchte ihn gern leicht stoßen. Kann ich aber nicht. Ich geh mal zu der. Oh, shit. Boah, das ist ja geil hier. Das ist ja super. So eine Sequenz gab es, wenn ich mich recht erinnere, in Assassin's Creed 2 auch nicht. Aber prinzipiell sich an dicke Kanonen zu stellen und alles wegzuwemsen, was einem da so entgegentorkelt, macht natürlich prinzipiell Spaß. Also auf jeden Fall die Stadt hier, wie man eindeutig erkennen kann, ist Under Siege. Oh, da schon wieder daneben. Ja, damals hat das alles noch ein bisschen länger gedauert mit Nachladen und Zielen und Ballistik berechnen und so. Weißt du, so wie heute, einmal durchs Zielfernrohr gelinst und Knöpfchen gedrückt und fertig. Hier wird alles noch schön selbst gemacht. Boah, ich treffe auch echt immer nur eine pro Schuss, ey. So, jetzt aber mal hier. Aber dieser Einstieg, der so ein bisschen überraschend daherkommt, zeigt aber auch wieder... Shazam! Ganz easy. Das kriegen wir schon hin, Jungs. Okay, was ist mit dem Ding? Das will ich kaputt machen. Yeah! Geil! Komm gleich nochmal. Hervorragend. Super! Komm, gib zu, Sachen kaputt zu machen. Ist doch einfach das Geilste. Feindliche Kanonen zerstören, ja, machen wir weiter. Das wollte ich gerade sagen, zeigt aber auch wieder, dass sie eindeutig aus den Fehlern von Assassin's Creed 1 gelernt haben. Nämlich, dass es wirklich so ein bisschen dröge und ein bisschen langweilig und repetitiv war. Ach shit! Die Villa wurde zerstört. Das war ja ein ganz großer Kritikpunkt, den die meisten am ersten Teil hatten, so auch ich. Und der zweite hat mich dann echt ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel gehabt. Ich dachte sogar, erste war enttäuschend, wie gut wird dann wohl der zweite. Dann kam der zweite aber vor einem Jahr. Und wie die meisten von euch war ich echt ziemlich begeistert. Das hat auf einmal Spaß gemacht, das war echt gut. Das hat dann durch die Story geführt. Und man hat gar nicht gemerkt, was für ein blödes Spiel es eigentlich ist. Das ist jetzt nicht mal böse gemeint, aber das war jetzt schon relativ simpel. Es hat nur so getan, als wäre es unglaublich komplex und unglaublich weitreichend und so. War es aber gar nicht, muss es auch gar nicht. Das hat auch so eine Menge Spaß gemacht. Und ich denke, das wird der dritte jetzt auch nicht anders machen. Ich mache jetzt mal diese Belagerungszone erstmal kaputt. Und jetzt mit dem dritten, dass sie halt gleich mit so einem bombastischen Einstieg hier aufwarten. Das zeigt natürlich auch, dass sie dieses cineastische Flair auf jeden Fall noch eindeutig verstärken wollen. Also da geht es halt jetzt bei Assassin's Creed nicht mehr nur darum, einen nach dem anderen zu räuchern, sondern da ist jetzt irgendwie auch eine Menge an Atmosphäre, an Story, an Charakteren dazugekommen und das wird auf jeden Fall durch so einen Einstieg noch unterstrichen. Also mir gefällt das ganz gut. Warum nicht? Mal so anfangen. Oh, kann ich die auch... Sorry, ich muss das einmal ausprobieren. Hat die der Lufthauch umgebracht oder was? Okay, das heißt echt ein bisschen gekloppt, dass wir die einfach alle umkippen. Okay, jetzt probiere ich mal ein bisschen. Ich glaube, die Infanterie da, die Fußsoldaten, die da sich rechts der Villa nähern, ich glaube, die können wir mal ignorieren, oder? Die werden schon nicht diese Festung hier einnehmen können. Die Kanonen sind dann wohl wichtiger. Bam!
Oh Mann. Er ist tot, Signore. Ja. Ladet weiter die Kanone. Okay, diesmal lasse ich diesen einen. Wo ist denn mein Schirrkreuz? Diesen. Diesen Befestigungsturm lasse ich jetzt erstmal. Der braucht ja eh noch ein bisschen, bis er an den Festungsmauern hier ist. Und ich glaube, ich kümmere mich echt wirklich erstmal um diese scheiß Kanonen hier. Was machen die denn da unten, die Kollegen? Prügeln die sich? Sieht aus wie eine traurige Demo. Keine Lohnkürzung. Ja, doch. Ja, verdammt, was ist denn da los, ey? Die Villa wurde zerstört, das ist doch scheiße. Ja, probieren wir es halt nochmal. Ja, Kerr. Muss ich denn wirklich in dieser kurzen Zeit alle Kanonen da zerstören? Das ist aber schon eine Menge. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, probieren wir es halt nochmal. Oh, und zum dritten Mal. Kanone bemannen, ja doch. Warum kriege ich in letzter Zeit irgendwie nur Spiele, an denen ich schon bei den allerersten blöden Aufgaben scheitere? Da glaubt mir doch niemand, dass ich schon mal Pet in der Hand hatte. Ja. So. Muss ich die wirklich alle da zerstören, oder was? Alle, die man da rechts auf dem Radar sieht, alle roten Punkte. Na dann, gute Nacht, Marie. Das wird aber eng, Freunde. Mach ich mir ein bisschen Sorgen. Wie mir die dicken Kanonenkugeln auch um die Ohren sitzen. So, komm, jetzt hier die letzten beiden da auf diesem. Auf diesem Hang. Komm, weg hier. Oh, daneben! Ist es denn wahr? So, jetzt aber. Hoppla. Alles klar, cool. Wir haben alles verloren. Ja, doch. Oh. Und natürlich, total realistisch, diese uralten Scheißkanonen sind jetzt auch nicht die allerschnellsten in der Bedienung. Das heißt, wenn man die bewegen will, das dauert schon so seine Zeit. Boah, Alter, okay, jetzt kommt er mir aber doch ein bisschen zu nahe. Das ist doch geskriptet, der stirbt doch andauernd. Oh, und jetzt kann ich auch nicht mehr zurück zu anderen. Das heißt, da kommt auf jeden Fall der dicke Belagerungsturm. Mann, ey. Fängt ja alles gut an hier. So. Boah, das wird doch eine ganz enge. Das wird doch ein ganz enges Höschen, wird das. Ah, ich kann auch gar nicht weiter mit der Kanone hier, die hat so einen kleinen Radius. Guck mal, wie langsam die ist. Ja, ich glaube wirklich, diese Fußsoldaten, und die kann man echt ignorieren, oder? Die schießen mit ihren lächerlichen Musketen, ne? Da haben sie natürlich keine Chance. Was mir Sorgen macht, sind diese dicken Oschis hier. So. Ja, komm, nehmen wir den auch noch gleich mit, oder? Schön destabilisieren. Was kommt denn da angerollt? Na endlich! Hätte man auch einfach haben können. Geht! Ich mache hier weiter! Ball gegen Belagerungsturm verteidigen. Muss ich hier rüber? Aufzug benutzen. Ja. Cool. Sehr gut. So, ah. Nein, das war schon gut so. Zack. Ja, das ist Assassin's Creed, wie wir es lieben. Waffe ziehen. Oh. Ja, kriegen wir hin. Die haben keine Chance hier. Zack. Joa. Komm, Junge. Weg da. Dieser Tritt zwischendurch in die ungeschützten Intimbereiche meiner Gegner machen besonders viel Spaß. Zack. Wie viele kommen denn da noch? Ich mag echt diesen Stil. Das ist schon
saftig, kernig. Da geht schon ordentlich zur Sache, das ist schön ruppig. Aber ist jetzt auch nicht so brutal, dass man den Eindruck hat, die Gewalt wäre reiner Selbstzweck. Also es gibt hier keine krassen Todesszenen, blutige Enthauptung oder sowas. Gibt's alles nicht bei Assassin's Creed, aber ist schon derbe, sag ich mal. Hier sowas. Also ich würde sagen, genau die richtige Mischung. Ja, dann komm mal her. Ja, ich geh ja schon. Wow. Alter. So. Hab ich den Turmwall jetzt verteidigt? Ja, sieht so aus. Die brechen durch das Tor! Ich habe von der Story vom zweiten eigentlich fast alles vergessen. Ist das jetzt... Okay, das ist offenbar, keine vertrauenswürdige Person. Ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Du bist tot, Kumpel. Die Büsse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Was für ein Drecksack. Tja, das ist natürlich nicht der Game Over Screen, der Finale. Sondern jetzt geht die Story erst los. Ja, ich habe wirklich von der Story vom zweiten echt alles vergessen. Ich kann mich dunkel erinnern, dass man am Ende... Ne, ich darf es gar nicht sagen, ne? Vielleicht spielt ihr ja noch. Aber das Ende war grenzwertig. Habe ich irgendwie auch nicht ganz gerafft, was das soll. Schreibt's mit der dicken Spoilerwarnung bitte in die Kommentare. Worum geht's hier eigentlich? So kann ich nicht kämpfen. So kann ich nicht arbeiten. Yeah, meine Buddies. Okay, ich bin jetzt echt angepisst hier. Bäm, Alter! Ah, der nächste. Zack. Ja, ich mag echt diese... Oh, die haben ja die Ruhe weg. Ich mag echt diese Kampfanimation. Das sieht einfach elegant und schön aus. Ja, genau so. Elegant und schön, exakt. Kamera. Ja, komm. Das wird doch nicht alles gewesen sein. Sind die noch da, meine Kollegen? Ja. Ah, ich brauch die eigentlich auch nicht. Packen wir mal so. Ezio! Alter! Das ist meine! Das wüsste ich aber, Kollege. Nein. Zack. Das Kämpfen, jetzt zumindest, in den ersten paar Minuten hier, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig anspruchsvoll. Also ich muss noch nicht kontern, ich muss auch noch nicht wirklich ausweichen. Aber da ist natürlich klar, dass das, je weiter das Spiel fortschreitet, auch dann noch ein bisschen komplexer und schwieriger wird. Also jetzt hier am Anfang kommt man noch ganz gut durch, wenn man die ganze Zeit auf X kloppt. Aber das wird sich natürlich ändern. Ja. So, alles gut? Pistole wählen, geil. Nehmen wir mal die Pistole. So. Und? Hätte ich natürlich auch wirklich mit dem Dolch hier machen können, aber... Ich sollte die Pistole nehmen, also habe ich die Pistole genommen. Ich bin aber bei Assassin's Creed natürlich schon mehr der Typ, der echt in den Nahkampf geht. Ich meine, darum geht's ja auch. Ezio springt von irgendwelchen Häusersimsen und Dächern auf seine nichtsahnenden Gegner. Was ist mit ihnen hier eigentlich? Alter! Kann man sich auch schon drüber streiten, ob das wirklich ein ernsthafter, fairer Kampf ist. Aber jetzt irgendwie mich mit einer Pistole dahin kauern und die aus dem Hinterhalt umknallen, das ist es auch nicht. Darum geht's hier in Assassin's Creed nicht. Ach, jetzt traf ich's erst. Das ist ja meine alte Villa. Geil. Alles gut hier?
Wie sieht's aus? Ich werde sie aufhalten. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauer. Bin überrascht, dass es ihn gibt. Lasst mich durch. Ich muss den Truppen helfen. Ja, hilf du den Truppen. Da mache ich mir jetzt nur wirklich keine Sorgen. Schnell, Ezio! Wo ist Mutter? Ist sie wohl auf? Ach Gott, das ist meine Schwester. Oh. Ah. Wir konnten nicht ohne dich gehen. Der Weg wird sehr gefährlich. Beschütze Mutter. Wer den zweiten Teil gespielt hat, und wie gesagt, ich nehme mal an, dass die meisten von euch den zweiten Teil gespielt haben, wenigstens den zweiten Teil, wird es natürlich erkennen. Das ist die Villa, die man dann eingerichtet und aufgehübscht hat. Das Borgia-Fußvolk umzingelt die Stadt! Mario ist tot. Ihr müsst von hier verschwinden. Bring Mutter nach Firenze. Bringt mir ein Pferd. Firenze. Du kommst nicht mit uns? Wohin reitest du? Nach Roma. Geh, mein Sohn. Ja. Doch vergiss nicht, für wen die Assassinen kämpfen. Ja, primär erstmal für mich. Oh Mann, Pferde. Pferde im Videospielen. Das ist immer so eine ganz besondere Geschichte. In letzter Zeit klappt es besser in Spielen, aber eigentlich hasse ich Pferde. Zack! Ja, daran könnt ihr sehen, es ist hier nicht gefaked. Ich spiele es jetzt gerade wirklich zum ersten Mal und ich habe den Erfolg für das erste Kapitel offenbar bekommen. Ah ja, genau. Also wirklich, wie gesagt, macht eine dicke, fette Spoilerwarnung davor, bitte. Also seid fair für die Leute, die den zweiten Teil vielleicht noch nicht gezockt haben und noch spielen wollen. Aber schreibt mir, was jetzt eigentlich in Assassin's Creed die Story war. Also, was sollte das am Ende? Warum? Ich hab's irgendwie nicht ganz gerafft. Dafür hätte man vielleicht auch wieder den ersten durchspielen sollen. Position für Ezio's ES. ES? Sagt mir mal jemand, was hier los ist? Sorry, Desmond. Edensplitter. Im Vatikan sprach Minerva von anderen Tempeln, dass sie der Schlüssel seien, um die Katastrophe zu verhindern, die der Erde droht. Ah, richtig. Richtig, da war ja was. Danke. Um die Tempel zu finden, müssen wir bestimmt Ezios Edenapfel in die Hände kriegen. Minerva hat ihn irgendwie verändert, als Ezios sie ihn berührte. Ezios Edenapfel? Moment, die Auditore-Villa? Ja, unsere letzte Zuflucht in Italien. Anscheinend beobachten die Templer die Grenzen. Ezio hat den ES irgendwann 1507 versteckt, aber wenn ich die DNA-Sequenz laden will, scheint er sich an etwas anderes zu erinnern. Eine Erinnerung in der Erinnerung? Ja, exakt. Oh Gott. Vielleicht. Exakt. Willkommen bei Inception. Ich glaube, ihr habt etwas Ähnliches bei Abstergo erlebt, oder? Subjekt 15 hatte Erinnerungen in der Erinnerung, aber sie war schwanger. Die Erinnerungen von Vater und Mutter des Fötus konkurrierten. Desmond ist nicht schwanger. Naja, glaube ich jedenfalls. Vielleicht wird zu viel gegessen. Arschloch. Kommst du an eine spätere Erinnerung? Nein, das geht nicht. Das kommt mir bekannt vor. Wir konnten nicht auf Altairs Erinnerungen zugreifen, bis Desmond seine Synchronität verbesserte. Dann kann es sein, dass uns hier etwas Ähnliches passiert ist. Ezios erbärmlicher Zustand überträgt sich auf Desmond und stört die Erinnerung. Entweder das... Oder Rebecca hat's einfach nicht besser drauf. Danke, du Arsch. Was denn? Ich nenne doch nur mögliche Erklärungen. Und die ist noch die wahrscheinlichste. Gesessen? Hier ist es nicht sicher. Die Handyüberwachung kann glatt durch die Wände sehen. Bratarsch, ey. Du meinst Satellitenüberwachung? Machst du Witze? Abstergo hat längst auf Handymasten umgerüstet. Die Strahlen durchdringen alles Oberirdische. Sie werden uns finden. Werden sie nicht. Komm mit mir. Also wer von euch weder Assassin's Creed 1 noch Assassin's Creed 2 gespielt haben sollte, der wird jetzt wahrscheinlich davon ein bisschen verwirrt, wenn nicht sogar überfordert sein von der Story. Also ganz grob, man spielt quasi die Erinnerung dieses Edelmanns da in der Renaissance. In Wirklichkeit bin ich aber dieser junge Mann, Desmond, und das ist quasi die echte Zeit.
Was machen wir jetzt? Vermutlich. Die Straße führt wieder auf den Highway. Wir sollten uns hier echt nicht unnötig aufhalten. Haben wir eine Plane? Wir müssen den Van abdecken. Ich will wirklich nicht nerven, ja? Aber uns läuft die Zeit davon. Na dann hilf uns, Alter. Sean. Hast Was du irgendeine für... Idee? Ich weiß nicht. Gibt es noch einen Weg in den Altarraum? Hey, ich glaube, ich hab was. Mhm. Okay. Komm mit. Ja, das ist natürlich das große Markenzeichen der Assassin's Creed-Reihe, diese meterhohen Todessprünge. Hui! Aber schön gemacht. Macht immer wieder Spaß, wenn man vom höchsten Punkt der jeweiligen Stadt dann ins Heu springt. Cool. Das ist schon geil. Kam mir ganz normal vor. Hier lang kommen wir rein. Gut gemacht. Wir warten dann einfach hier oben, ja? So ganz allein. Mit Zielsuchern auf dem Rücken. Boah, hat er schon immer so genervt? Meine Fresse, Alter. Ist natürlich auch ein geschickter Schachzug. Warum geht das nicht an? Ein geschickter Schachzug. Ach, ein bisschen endlich raus aus dem Animus. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von schön. Hallo? Lass mich raten. Licht, anyone? Sechs ins Bett. Wo ist denn der Schalter? Desmond. Ich sehe nichts. Ich bin nicht so langweilig. Ja, sehr überzeugt. Was ist das? Überzeugt. Okay. Was sind hier nicht okay, richtig? Wenn wir die Welt gerettet haben, zeige ich es dir. Hey, kann ich das schriftlich haben? Wir haben Licht. Ja. Boah, ich dachte schon, hier mein Fernseher spinnt. Was war das? Die. Oh. Lauf, verschwinde, bevor die Soldaten dich schnappen. Correte! Los! Okay, ich sehe offenbar meine Erinnerung. Beziehungsweise die Erinnerung von Ezio. Sie flohen hier lang. Was? Ezio und die Einwohner. Nach dem Angriff. Ich kann sie sehen. Ich weiß, es ist schwer. Aber versuch dich abzugrenzen, Desmond. Konzentrier dich aufs Jetzt. Und wenn die Visionen nicht aufhören? Wie lange noch, bis ich die Wände mit Symbolen beschmiere? Das ist nicht lustig. 16 ist tot. Wir konzentrieren uns auf das Jetzt, okay? Okay. Die Character Models gefallen mir wieder mal echt sehr gut. Ist jetzt grafisch nicht das Allerbeste, was man gesehen hat. Aber die haben echt eine Persönlichkeit. Das kommt rüber. Also er auch hier mit der kleinen Narbe über der Lippe. Das sind so kleine Details, die gefallen mir. Die machen die einfach ein bisschen lebensechter. Kriegst du das Tor irgendwie auf? Nicht, wenn ich nicht enden will wie dieses Skelett. Ich suche mir einen anderen Weg. Überraschung, ich suche mir natürlich einen anderen Weg. Ja, die Kameraführung deutet das schon dezent an. Es geht auf jeden Fall hier oben lang. Ja, das ist jetzt natürlich nach so einem bombastischen Einstieg. Ist das natürlich so ein bisschen dröge, aber nicht langweilig. Also finde ich zumindest. Jetzt, die nehmen halt so ein bisschen wieder das Tempo raus und schalten mal so in zweiten Gang zurück, was aber auch ganz okay ist. Also in Assassin's Creed geht es ja auch nicht darum, dass man die ganze Zeit ein einziges Effekt- und Spektakelfeuerwerk hat. Oh. Hört nur! Ich glaube, ich rieche was. Okay, wo lang? Ezio! Was ist los? Wurdest du getroffen? Nein! Ist Mutter wohl auf? Desmond, da kommen wir nicht hoch. Ja, du vielleicht. Und wenn du mir Schwung gibst? Keine gute Idee. Ich könnte dich hochwerfen und du greifst die Kante. Noch schlechter. Komm mit. Das gefällt mir übrigens auch sehr gut, nur ein ganz kleines Detail. Aber was die Synchronisierung, die Synchro angeht. Wie wär's damit? Was hast du denn vor? Ja. Gut gemacht. Steht zu Diensten. Also die Sprachausgabe ist ja auch sehr wichtig, was die Atmosphäre angeht. Ja, doch. Mittelalter, schätze ich.
Zum Glück halten die Balken unser Gewicht. Mittelalter, schätze ich, so eine Zeitspanne von 600 Jahren, das ist eine sehr genaue Angabe. Ich wollte nicht sagen, aber du wärst langsam fett. Was? Hast du mir gesagt, ich werd fett? Komm her, Junge. Nein. Die Synchronisierung, das ist mir gerade aufgefallen in der Erinnerung, dass der Geist meiner Schwester gesagt hat, ist Mutter wohl auf und nicht etwa ist Mutter okay oder so. Das sind so kleine Details. Ich mag das, wenn jemand so wirklich Augenmerk auf die Winzigkeiten und die Kleinigkeiten legt. Also das fällt mir so oft auf in Spielen, in Rollenspielen, das ist irgendwie mittelalterliches Setting, zumindest nicht aus dieser Zeit, und die Figuren benutzen Worte wie okay oder cool oder so. Das passt einfach nicht. Und wenn hier die Figur sagt, ist Mutter wohl auf, dann unterstreicht es auf jeden Fall die Atmosphäre. Das gefällt mir. Finde ich gut. Und das verdanke ich dir. So, jetzt könnte es aber langsam auch mal wieder weitergehen mit der eigentlichen Story. Denn so spannend sind die Lerngemäuer hier, durch die ich gerade hüpfe, jetzt nun doch nicht. Nee, hoch geht's nicht. Klettern wir in aller Ruhe mal runter. Klatsch. Oh, noch ein Hebel. Seit wann ist das mein Job? Wenn ich alle Hebel bewegen würde, was bliebe dann noch für dich? Nichts. Netter Versuch. Bereit? Die Frage ist eher, was ist eigentlich genau ihr Job? Da, ein Hebel. Okay, das ist ihr Job. Hier geht was auf. Ich habe jetzt natürlich damit gerechnet, dass das Tor aufgeht, aber das wäre zu einfach. Natürlich, wir sind hier bei Assassin's Creed, muss ich mich hier nach oben bewegen und mich da so langhangeln. Ich hänge hier fest, aber ich sehe einen Hebel auf der anderen Seite. Super. Ezio darf mit Katharina Sforza baden und ich schwimme im Klo. Ja, das kann es irgendwie auch nicht sein. Ach, halten, okay. Den hier habe ich. Oh, und rüber. Ja, die ist aber auch ganz athletisch unterwegs hier. Kann ich ja nicht Urlaub machen und sie macht den Rest. Okay. Ich hoffe mal, dass ich weiterhin schwimmen kann, wie im zweiten Teil. Ja, sieht gut aus. Oh Mann, ist das kalt. Nicht jammern. Du hast leicht reden. Du schwimmst auch nicht in der Renaissance-Kloake. Echt? Spoiled Brat. Puh, ich stink. Du übertreibst. Ach ja, komm her, Baby. So, achso, okay, da hoch geht's wahrscheinlich. Ja, also natürlich sind die ersten Klettereinlagen jetzt hier. Oh nein! Oh, ich wollte es gerade sagen. Ja. Sind die noch relativ simpel, auch von der Steuerung her. Die ist, wie ich schon am Anfang kurz erwähnt habe, ich würde mal so auf den ersten Blick sagen, unverändert. Ist mir zumindest jetzt nichts Neues aufgefallen. Ich bin ein bisschen eingerostet, weil es ist halt ein Jahr her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Deswegen habe ich jetzt die ganzen Pad-Kommandos nicht mehr so parat, aber man kommt auch relativ schnell wieder rein. Ja, und natürlich ist das hier noch sehr simpel. Also da gehe ich mal ganz schwer von aus, dass das später noch ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen trickiger wird. Das kennt man ja auch aus dem zweiten Teil. Später braucht man dann wirklich irgendwie so 20, 30 Minuten, um, weiß nicht, so eine Kathedrale zu erklimmen und ganz bis nach oben zu kommen. Das geht hier alles am Anfang noch ein bisschen simpler. Ja, mach doch, Junge. Clever. Oh, kann ich jetzt loslassen? Dann flitsch ich so weg. Scheiße. Warum wirst du eigentlich nie nass? Dafür habe ich dich. Charmant. Sie weiß, dass sie gut aussieht. Sie braucht nicht nett zu sein. Diese verdammten Frauen. Danke. Ezio, wir sind auf der anderen Seite. Schnell! Ja. Ja. Da bin ich. Come on. Langsam möchte ich aber echt mal wieder in meine Zeit zurück. Super, die Brücke
weit zum Springen. Ich habe eine Idee. Du musst mir helfen. Geh an die Kante und mach dich bereit. Okay. Bereit. Ja. Ja, die ist echt ganz gut unterwegs hier. Geschafft. Lass mal sehen. Geh du nur ruhig vor. Ich bleibe hier im Dunkeln und spiele mit den Ratten. Genau wie in meiner Kindheit. Spring rüber. Gute Arbeit. Schade für die Ratten. Erstmal. Was ist denn hier für eine sexuelle Spannung zwischen denen? Es knistert ja allenthalben. Da geht doch was. Okay. Und ich bin unten. Ah, oh, wie lange geht das denn hier noch? Nein! Oh. Ich hoffe, dass ich jetzt hier in der richtigen Richtung unterwegs bin, aber ansonsten würde mich das Spiel schon warnen. Nein! Oh. Die letzte habe ich gemacht. Ja, aber nur deine letzte. Das ist das Problem, das liegt nicht am Spiel, sondern das liegt an mir. Wenn man, oder ich zumindest, den Knopf so ein bisschen zu lang gedrückt halte, dann springt er automatisch direkt in die richtige Richtung, damit man diesen Flow hat. Also prinzipiell immer sehr hilfreich, aber ja, wenn man halt die Finger zu langsam vom Knopf nimmt, dann springt er halt fröhlich einfach weiter in eine Richtung, in die man vielleicht gar nicht hüpfen möchte. Deswegen springe ich ab und zu mal wieder von der Wand zurück oder ähnliches. Aber auch das kennen Assassin's Creed Veteranen, das passiert jedem. Tut nicht so. Dankeschön, Desmond. Na. Oh nee, das ist zu hoch. Ich trau mich nicht. Wo ist denn jetzt hier gerade die Tür aufgegangen? Klatsch. Nee, jetzt mal ernsthaft, wo war die Tür? Bin ich blöd? Wo ist die jetzt gerade durchgerannt? Ach, da oben, oder was? Ja, okay. Boah, ich war schon kurz erschrocken. Oh, und noch ein Schalter. Ist ein Anfang. Also hier ist natürlich völlig klar, das ist hier ein kaum getarntes Tutorial, beziehungsweise dient dafür, wieder ein bisschen reinzukommen in die Mechanik, in die Steuerung, wie sich das bedienen lässt. Also schon nett, dass sie jetzt nach diesem bombastischen Einstieg eine etwas ruhigere Passage nehmen, wo man in aller Ruhe sich wieder mit der Steuerung und so weiter vertraut machen kann. Aber so allmählich könnte es mal irgendwie auch mit der Main Action weitergehen, finde ich. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend auf Dauer. Ich habe aber das Gefühl, viel kommt hier auch nicht mehr. Und heppa, 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 oh. Okay. Oh, und ein Hebel. So, das wird jetzt aber der letzte gewesen sein, oder, Freunde? Haben wir noch ein paar Minuten. Danke. Wir Bitte. Sind ein gutes Team. Ja, ne? So, komm. Okay. Gerne. Ja, ja. So, jetzt wird's doch wohl wahrscheinlich weitergehen mit der Story. Oh, ist wieder dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Oder ist das nur ein anders aussehender Ladescreen hier? Hallo? Irgendjemand? Hausmeister? Okay, es war wirklich ein Ladescreen.
Er wird so alt. Ezio muss nach dem Angriff hierher zurückgekehrt sein. Aber warum? Desmond! Okay, öffnen wir die Tür. Ja. Okay. Also, falls euch das übrigens fragt, den Multiplayer lassen wir jetzt natürlich in diesem Video erstmal außen vor. Das ist logisch. Bei einer Stunde mit geht's immer um das eigentliche Hauptspiel, also den Singleplayer-Modus. Ah, mein gutes Adlerauge. Hier ist irgendwas. Kannst du den verdammten Bücherschrank öffnen, Desmond? Hä? Was hat er denn zu quaken? Haben wir es jetzt gemerkt? 14.19, 14.20, 14.21, ne? Oder? Ja. Ihr habt es geschafft. Wurde aber auch Zeit. Was ist das? Gott, ich hoffe, er stirbt einen grauenvollen Tod. Die Hinterlassenschaft von Ezio. Unten drunter stehen Zahlen. 14.19, 14.20 und 14.21. 14.21. Vielleicht solltest du dich etwas hinlegen. Na, schon gut. Bin okay. Wow, das wurde für die Ewigkeit gebaut. Keine Anzeichen struktureller Schäden und kein Handyempfang. Hier sollten wir sicher sein. Holen wir den Animus runter. Okay, das wird jetzt also offenbar meine neue Homebase. Was ja auch ganz nett ist, dass meine Homebase aus der Vergangenheit, nämlich die Villa Auditore, dass sie auch in der Jetztzeit quasi zur neuen Zentrale wird. Das ist schon nett. Also wie sich die Story-Stränge miteinander verknüpfen. Und pass auf, dass keiner dir folgt. Was stinkt denn so? Das bin ich. Nein, das bist du. Als wärst du durch eine Klärgrube geschwommen. Das war Lucys Idee. Moment, Jungs, wir brauchen Strom hier unten. Es gibt eine Leitung in der Nähe, die ich anzapfen kann, aber die ist zu schwach. Oh ja, na klar, ja. Wollen die Damen sonst noch was? Ein bisschen Kaviar vielleicht? Oder soll ich euch ein Mützchen klöppeln? Oh Gott! Na, prima, komm mit. Ich nehme gleich meine Klinge und schneide ihm das Gesicht ab. Und spiele damit Frisbee. Tja, rennen die mal hinterher. Auch halt gut, hier alles einzurichten. Equipment im Wert von mehreren Millionen, streng geheim. Und dann fällt ihnen auf, dass sie eigentlich auch Strom dafür brauchen. Wer hat das denn geplant? Planning. Still a good thing to do first. Ah. Gut, suche Monterizzoni okay, nach Stromkästen. Rebeccas kleine Kistchen leiten geringe Strommengen in die Leitungen unterhalb der Villa um. Frag mich nicht, wie das geht. Wenn ich das wüsste, dann wäre ich nicht der Kerl, der den Van verstecken muss. Smartass. Ah, okay, das sind also diese kleinen Stromleitungen, von denen er gesprochen hat. Okay, ich muss jetzt also die Stromverteiler anschließen. Okay, wollen wir noch mal gucken, wohin diese Leitung führt. Kommen wir hier hoch? Ja. Nein, hier ist zu, oder was? Scheiße. Ja, das war schon mal nix. Auf der anderen Seite vielleicht? Nee. Was mit den Ottos hier? Na gut. Ich dachte, ich könnte irgendwie sehen, wohin der Strom fließt und das wird mir dann sagen, wo dann die nächsten... Nö. Einfach hingehen ohne Taste drücken, na gut. Ich denke schon wieder viel zu kompliziert. Sehr schön. Der ist angeschlossen, das heißt, wir sollten uns jetzt auf die Suche nach dem zweiten begeben. Und den auch anschließen, der wohl hoffentlich, denke ich mal, hoffe ich, irgendwo hier in der Nähe ist. Hier schon mal nicht. Tja, laufen wir doch mal eine Runde um die Villa. Achso, diese Sicht natürlich. Ich habe jetzt mein Adlerauge angestellt. Ohne das Adlerauge sieht es so aus. Also, falls ihr euch jetzt irgendwie gewundert haben solltet, warum das die ganze Zeit so komisch aussieht. Das liegt an der Ansicht. Diese Ansicht zeigt mir dann auch,
Ey, ich glaube, ich renne total falsch. Aber egal, können wir uns jetzt mal die Villa angucken. Veteranen des zweiten Teils werden sich erinnern, dass sie am Ende wirklich schön und sehr imposant und eindrucksvoll aussah. Ja, cool. Von daher ist es wirklich interessant, die jetzt im dritten Teil so verfallen in der Jetztzeit zu sehen. So eine alte, abgeranzte Ruine. Ich sollte vielleicht das alle Auge doch anlassen. Okay, jetzt sind wir einmal um die Villa gelaufen, haben wir auch gesehen, wie es hier aussieht. Dankeschön für diese kleine Tour. Lieber Wolf. Zurück zu den Stromkästen. Ja, wo sind die denn? Hier ist doch alles zu. Ich muss mal kurz gucken. Hier. In die Villa selbst kann ich noch gar nicht. Hier führt auch noch nichts Strom. Keine Stromleitung, der ich folgen kann. Okay, das Blöde ist, die Adlerauge-Sicht, die zeigt einem halt Dinge, die man wissen muss, auf die man achten muss. Aber sonst kann man auch fast gar nichts mehr erkennen, also zumindest hier, wenn es dunkel ist. Ich sehe, auf dem Fernseher sehe ich ungefähr nichts, wenn ich das Adlerauge anstelle. Stromverteiler angeschlossen, einer von vier, okay. Da ist eindeutig noch Luft nach oben. Aber ich würde gerne hier aufs Dach, macht er nicht. Schade. Ich finde jetzt die anderen nicht, das gibt's noch nicht. Wo sind denn diese fucking Stromverteiler? Wird mir das vielleicht irgendwie kurz gesagt? Nee, allgemein. Gibt's ein... Nö. Start und Select sind beides Pause. Ja, ist es denn wahr? Wo sind denn die... Oh, was ist denn da hinten? Wo sind denn die bekloppten Stromverteiler? Nee, das ist nur eine Absperrung. Okay, Mann, wonach muss ich denn gucken? Scheiße, jetzt renne ich hier wieder rum, ey, wie so ein Trottel. Ich muss mal eben das Ende der Welt aufhalten. Kollegen warten auf mich, Animus ist bereit, ey. Und der dumme Wolf rennt hier draußen rum und findet die Buchse nicht. Ist es denn wahr? Nee, aber jetzt mal ernsthaft, Also ich bin jetzt hier in der Adlerauge-Ansicht und hoffe darauf... Dass wir, guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, okay. Ich dachte, das wäre alles so im engeren Umkreis der Villa. Hätte ich mir auch denken können, dass man noch ein bisschen hier rumsuchen muss und das Dorf erforschen muss, in dem die Villa steht. Okay, alles klar, ja. Auch hier ist auch ganz nett, wie sie einem unaufdringlich nochmal, wie sie einen quasi dazu zwingen, sich hier noch ein bisschen umzugucken und eine Gegend zu erforschen, die man aus dem zweiten Teil schon kennt, da allerdings nur in einer völlig anderen Form. Also das ist hier nicht so mit dem Holzhammer, guck mal, jetzt ist die Villa kaputt, sondern man rennt hier rum und sagt sich die ganze Zeit, ach guck mal hier, das kenne ich doch irgendwoher. Hier war ich doch schon mal, aber da war alles schöner. Okay, das ist der dritte Stromkasten. Zack. Okay. Three down, one to go. Geht's hier hoch? Nee. Okay, jetzt müssen wir also die letzte Stromleitung finden, die uns ja dann logischerweise... Da ist sie auch schon. Alles Klärchen, Bärchen. Zack. Cooles Tattoo übrigens. Okay. Boah, ich dachte schon, ich renne jetzt hier die letzte Viertelstunde des Videos nur an der Villa rum und such den Stromkasten. Bin zurück. Gerade recht. Die Sonne geht auf. Ja, es startet. Wir können loslegen. Na, endlich. Hast du mich vermisst? Nein, sonst wer? Hallo, spreche ich mit euch? Hallo? Okay, ohne Scheiß, der will sterben, oder? Fangen wir an. Alter. Ja, pflanzen wir uns mal hin. Das ist der Animus. Altarraum. Okay, langsam aber stetig schreiten wir voran. Und so allmählich kann dann das Spiel wirklich beginnen. Das ist ja quasi alles noch Prolog hier. Tauben sammeln sich auf Vorsprüngen, von denen aus ein Todessprung möglich ist. Genau, auch das kennt man. Auf den besonders hohen Türmen
hält man wirklich immer nach den Tauben Ausschau, um da dann runterzuspringen. Und außerdem ein neues VR-Trainingsprogramm eingebaut. Cool. Hier kannst du mit den schicken Moves angeben, die du von deinen Vorfahren hast. Ich öffne dir eine Mission. Yeah. Das habe ich übrigens nicht gemacht. Also hier wird gerade automatisch durch diese ganzen Menüs geschaltet. Okay, what? Hä? Achso. Ah, das ist Ezio, wie wir ihn lieben. Bam. Zack, komm. Und schöner Konter, alles klar. Tritt und... Ah, shit. Na. Ja, zu spät. Komm, dich auch noch. Na also. Ei, ei, nein, nein, nein. Ah! Alter. Shit. Naja, war ja nur ein Training. Du erreichst weitere VR-Missionen über das Animus-Menü. Wenn du die Übungen meisterst, füge ich weitere hinzu. Ist irgendwie klar. Damit dein Unterbewusstsein Ezios Erinnerungen akzeptiert, musst du sie in der Reihenfolge nacherleben, in der sie gespeichert wurden. Markiere Sequenz 2 für mich, Desmond. Gut, jetzt wähl sie aus und du siehst die Erinnerung darin. Nach Auswählen, bestätigen. Erinnerung hier in diesem Menü kannst du sie so oft du willst nacherleben. Und wenn es Erinnerungen gibt, die ich lieber vergesse? Desmond, das ist sehr wichtig. Wenn du eine Pause brauchst, verlass den Animus. Du kannst jederzeit daraus. Bin zu allem bereit, schon gut. Nee, eigentlich brauche ich keine Pause, ich will, dass mal losgeht hier. Wenn du steigerst, indem du alles genauso machst, wie Ezio es machte, entdeckst du vielleicht sogar verdrängte Erinnerungen. Gut, fangen wir an. Wähle die erste Erinnerung. So. Jetzt aber bitte zurück in die Vergangenheit, alles klar. Ich habe mir diese komischen fünfstelligen Codes aus den Dateien von Subjekt 16 angesehen und anscheinend einen bemerkenswerten Zufall entdeckt. Die Codes entsprechen exakt Koordinaten im Animus. Bemerkenswert. Ich habe die Orte, auf die die Koordinaten deuten, in der Datenbank mit einem Auge markiert. Also vermutlich findest du dort nichts, aber hey, wer weiß. Ritt auf dem Einhorn-Sheet freigeschaltet? Ritt auf dem Einhorn? Ich hoffe, das ist nicht wörtlich zu verstehen. Kalmate, wie. Der Schmerz lässt bald nach. Wohin habt ihr mich gebracht? Nirgendwohin, Messere. Ein Mann ließ euch hier. Hat er etwas gesagt? Nur dies. Trefft einen Messer Machiavelli vor dem Mausoleo di Augusto. Ich werde euch ankleiden. Dieser Mann, der mich herbrachte, ließ auch die Kleider hier? Sì, Messere. Ja. Yeah. Alles klar. Jetzt kann's losgehen. Cool. So, jetzt geht für mich gefühlt das Spiel erst richtig los. Ja. Oder was davon übrig ist, seit die Borgia an der Macht sind. Und das Mausoleum? Von hier aus kann man es leider nicht sehen. Und vom Dach dieser Kirche aus? Ja, doch der Aufgang ist gesperrt. Das sollte kein Problem sein. Hab Dank für alles, was ihr hier für mich getan habt, Buona Donna. Addio. Alles klar, die Höhle des Löwen. Ich muss den Arzt finden. Um die Wunden nach dem Angriff wieder zu heilen. Alles klar. Arzt finden. Ah, das sieht hier auch schon wieder alles. Ja, okay. Das aktuelle Ziel. Ja, einen Arzt finden. Haben wir schon. Das weiß ich. Ich muss einen Arzt finden.
Bei voller Synchronisation werden meine unterdrückten Erinnerungen freigeschaltet. So, jetzt, warum springt er denn hier nicht runter mit gar nichts? Nein, ich will nicht greifen, ich will da runterhüpfen. Was ist los? Mach doch, Kerr! Mein Arm! Ja, ich will doch nur springen. Bin ich jetzt so verwundet, dass ich mich nicht bewegen kann? Ich kann nämlich auch nicht schnell laufen. Ja. Das schmerzt. Ich kann jetzt hier gerade mich überhaupt nicht so agil bewegen, wie ich das eigentlich will. Ich glaube, ich bin jetzt echt gezwungen, mit 2 km/h da jetzt hinzutraben. Da unten steht er ja auch schon. Das sieht schon, wir halten mal kurz inne. Ist schon schön, oder? Das Flair, wann sind wir? 1500 Blumenkohl irgendwann? Hier in Rom? Sieht schon geil aus. Ah, so ein Pestdoktor. Medizin. Ah, lasst mal sehen. In eurem Alter erfordert die Heilung solcher Wunden mehr als Medizin. Hier ist etwas gegen den Schmerz. Heilen wird es die Zeit. Grazie. 4 von 5 Ärzten würden zu Egeln greifen, aber die sind bei solchen Wunden nicht sehr wirkungsvoll. Jedoch kann ich euch einige gute Kollegen in der Stadt empfehlen. Braucht ihr sonst noch etwas? Deine coole Maske hätte ich gern. Ah, okay, jetzt sind meine Fähigkeiten wieder festgestellt. Ich war gerade echt erschrocken, weil ich dachte, entweder das Pad ist kaputt oder ich raff's gerade jetzt absolut überhaupt gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mal mehr richtig bewegen. Medizin wählen. Wo ist die Medizin? Da. Katschink. Und schon bin ich wieder frisch und agil wie eine Entenfamilie beim Planschen. Was geht hier? Herolde. Könnte man sich, ihr seht, wird eingeblendet, auch kurz jeweils noch einen Datenbankeintrag dazu angucken, aber das machen wir jetzt nicht. Das ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig relevant. Und wenn ich mal auf den Timer gucke, haben wir auch nur noch ein paar Minütchen. Aber natürlich, wenn man weitere Informationen will und tiefer in die Story und in die Atmosphäre eintauchen will, dann sollte man schon sich so ziemlich alles durchlesen, was man so lesen kann. Aber das überskippen wir jetzt einfach. So, und das ist Assassin's Creed, wie wir es kennen und lieben. Hier. So, da müssen wir hin, das ist ganz eindeutig. Hier, das ist Assassin's Creed. Wenn man jemandem Assassin's Creed erklären will, der es noch nie gespielt hat, muss man ihm eigentlich nur so eine Szene zeigen. Und vielleicht noch eine, wie er runterspringt und irgendwem das Messer an den Hals rammt. Dann hat man es erklärt. So. Das sind diese Aussichtspunkte, davon gab es im zweiten Teil, glaube ich, 50 oder 100. Irgendwie so. Okay, hier gibt es 24. Aber ich bin ganz sicher, dass es im gesamten Spiel dann noch ein paar mehr als 24 gibt. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann wahr. Okay, ich muss mich jetzt also erstmal ein bisschen bedeckt halten. Ups. Also durch diese deutliche Kennzeichnung über dem Kopf ist es eigentlich relativ schwer, die zu verlieren. Allerdings, ihr seht es am Timer, der eingeblendet wird, darf man auch nicht zu viel Raum zwischen sich bringen, weil man ihn sonst aus den Augen verliert. Aber auch das kennt man, das ist in ungefähr jedem Spiel so. Oh, oh, da füllt sich der Pfeil. Das heißt, er wird... Oh. Ich bin verdächtig. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Ja, der sieht mich aber auch echt überall. Na, ah, entdeckt. Ja, hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser verstecken sollen. Ich habe nur damit gerechnet, dass der sich einfach wieder umdreht, man kurz guckt und sich fragt, was hier los ist und dann weitergeht. Ja, das war schon mal nix. Oh, jetzt kommen die langen Ladescreens. Ja, toll, mein erster Beschattungsauftrag hier als Assassine und schon fällig hart. So. Ich warte natürlich ein bisschen. Oh, guck mal da. Da hinten, jetzt gerade hier mir gegenüber an der Wand, da ist so ein Fahndungsplakat.
Davon kann man dann noch wieder eine gewisse Anzahl sammeln. Allerdings muss ich mir das merken, da habe ich jetzt keine... Ja, da habe ich jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Bewegen Sie sich aus dem Sichtfeld des Ziels. Mein Ziel ist aber wirklich ganz schön suspicious. Also wenn er mich jetzt auch sieht, muss ich lachen. Um Leute aus dem Weg zu rammen. Ich will natürlich keinen rammen. Ich muss nur den Typen hinterher. Oh, das Band ist gleich leer. Ich müsste jetzt eigentlich Schluss machen, aber ich will noch die Typen hier verfolgen. Ich will wissen, wo sie mich hinführen. Oh, nein, nein, nein. Oh. Nein, 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 nicht da hoch. Kehr. Eigentlich ist Ezio ja der Mann für die Attentate, aber das empfiehlt sich jetzt natürlich nicht, einfach blindwütig zu versuchen. Oh. Gott im Himmel, ey. Warum geht's nicht aus? Oh, ich kann diesen Job nicht mehr lange machen, das bringt mich um. Ja, Leute, das war die erste Stunde in und mit Assassin's Creed 3, beziehungsweise offiziell heißt es Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir sind nicht so wahnsinnig weit gekommen, ihr habt's gesehen, aufgrund diverser kleiner Unzulänglichkeiten meinerseits. Aber natürlich kann man davon ausgehen, dass das wieder sehr, sehr, sehr viel Content beinhaltet und sehr groß ist, sehr episch, dass man da viele, viele Stunden verbringen kann, Sachen sammeln kann, Meuchelmorde, Attentate, alles was dazugehört, was man halt aus Assassin's Creed kennt. Von daher ist es kein Wunder, dass die erste Stunde so ein bisschen sanfter und ruhiger beginnt. Man muss ja auch erst wieder reinkommen. Den Multiplayer-Modus, den habe ich jetzt, habe ich erwähnt, logischerweise ausgelassen. Ja, so eine Scheiße auf Toast, ey, wie ich das hasse. Ich war mitten im Satz und sehe dann auf einmal hier Band zu Ende. Habe ich ja auch im Vorfeld schon gesehen, dass wir uns allmählich dem Ende nähern, aber ich dachte, nee, ich spiele hier wirklich bis die verdammte, ich will immer sagen Eieruhr, aber es ist ja der fucking Disco-Ball of Death, bis der klingelt, damit ihr euch nicht zu Recht darüber beschwert, dass ich euch von der Stunde schon wieder ein paar Minuten abknapse, nur weil mein blödes Band gleich zu Ende ist. Deswegen wurde ich mitten im Satz unterbrochen, habe das Band gewechselt. Ich weiß nicht, wie wir das grafisch gelöst haben. Ich hoffe, dass, wenn ihr das jetzt seht in der fertigen Fassung, dass Sebastian einen coolen Effekt eingebaut hat. Sebastian, ne? Da bin ich immer gespannt. Das schaue ich mir selbst nochmal an. Ja, ich war dabei, ein erstes Fazit zu ziehen. Es ist ja kein wirkliches Fazit, was das ganze Spiel angeht, sondern der erste Eindruck nach den eben ersten 60 Minuten. Und auf den ersten Blick war jetzt noch nichts dabei, was alte Assassin's Creed-Hasen nicht schon kennen, aber auch mögen, wenn nicht sogar lieben. Wir wissen ja, dass es in Assassin's Creed Brotherhood so ein paar Neuerungen gibt, durch die ganzen Leute, die man dann quasi anheuern kann. Also man stellt sich so eine kleine Mini-Armee auf, kann dir verschiedene Aufträge erteilen. Da sind wir jetzt natürlich noch nicht hingekommen. Deswegen wäre es etwas verfrüht, jetzt schon zu schreien, dass es quasi nur ein Aufguss ist und wo sind denn die ganzen Neuerungen und ist ja wie Assassin's Creed 2. Stimmt, aber bitte immer im Hinterkopf behalten, das ist ja auch erst die erste Stunde, da kommt ja noch viel, 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 viel mehr. Nutzt den Kommentarbereich, schreibt rein, wie ihr das so fandet. Meine ganz persönliche Meinung ist, gut, nett, sieht auch gut aus. Nach den ersten paar etwas schwierigen, hakeligen Minuten bin ich auch so langsam wieder in den Flow gekommen. Also wer Assassin's Creed gespielt hat, der weiß, es hat eine recht intuitive Steuerung, wenn man sie denn wirklich mal intus hat. Also wenn man weiß, welche Knöpfe man gedrückt halten muss, um ganz easy von einer Planke zur anderen zu springen, dann geht das wirklich wunderbar, dann ist man wirklich in so einem gewissen Fluss von der Bewegung her. Wenn man es aber, wie ich, jetzt seit einem Jahr nicht mehr gespielt hat, dann braucht man erst wieder ein bisschen, um reinzukommen. Das ist keine Entschuldigung natürlich, nee, ich brauche mich doch nicht entschuldigen, das ist einfach eine einfache Erklärung, ich will ganz offen mit euch sein. Ja, also ich glaube, dass Assassin's Creed Brotherhood echt ein richtig fettes Ding wird. Das würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie die Lorbeeren, die sie für den zweiten Teil bekommen haben, wenn sie die schon wieder verlieren mit dem dritten, es wirkt aber auch nicht so. Also ich habe da jetzt noch nichts gefunden, was irgendwie mich verstimmt hätte, was ich komisch fand. Ich glaube, das ist Assassin's Creed 2 nochmal at its best. 2,5 Features dazu, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, rausgeschmissen hoffentlich. Und einfach
ich hoffe, den besten Teil bislang der Serie gemacht. Ich halte meine Kamera, so sieht es aus. Wenn alles geklappt hat, ich sag's nochmal, dann seht ihr dieses Video jetzt gerade, heute Abend noch am Tag des Releases, also am Donnerstag. Wenn es nicht geklappt haben sollte, mit der Technik und dem Schnitt, seht ihr das erst für mich morgen. Also für euch heute ist Freitag und es kam gestern raus. Eigentlich gar nicht so kompliziert, oder? Also möglicherweise seht ihr das am Tag des Releases und sonst halt irgendwie später. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von Assassin's Creed haltet, ob ihr enttäuscht seid, ob ihr begeistert seid, schreibt, wie weit ihr seid, aber bitte denkt dran, haltet es so spoilerfrei wie möglich für die Leute, eben auch mich, die jetzt erst ganz am Anfang stehen oder es vielleicht noch gar nicht haben, es sich erst am Wochenende kaufen oder erst nächste Woche. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle wirklich quasi um Mitternacht schon in den Läden stehen und sich das Ding um 0.01 Uhr sofort mit nach Hause nehmen. Von daher, bleibt bitte fair, schreibt was zum Spiel, aber bedenkt, es haben noch nicht alle so weit gespielt, vielleicht wie ihr. Das war's. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ich hatte auch Spaß mit Assassin's Creed. Genau, das nächste eine Stunde mit ist auch schon fertig produziert. Da sage ich aber noch nicht was. Es geht allerdings wieder in eine etwas andere Richtung. Wir hatten jetzt zweimal in den letzten Wochen mit Call of Duty und Medal of Honor ein paar richtige Kracher. Es war hart und es ging ordentlich zur Sache. Und jetzt würde ich gerne mal wieder ein bisschen was anderes spielen, was anderes zeigen. Von daher, lasst euch überraschen. Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp. Aber das wird vermutlich nächste Woche zu sehen sein. Ja, ich höre auf zu labern. Ich gehe. Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause und lege mich ins Bett. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Adieu, Singer. Oh.